Sand. Sand können wir uns auch schon mal ein bisschen runterholen hier. Ein bisschen runterholen, ne? Das klingt irgendwie ein bisschen falsch. Ein bisschen wegholen hier. Hey Außenwelt, ich bin der Haus und wir sehen uns hier zu einem neuen Projekt. Und zwar werden wir gemeinsam eine Minecraft Hardcore-Welt erstellen und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Ach, was bist du süß. Ach, was bist du süß. Mach Männchen. Mach Männchen. Fein, fein. Wer ist ein lieber Silberfisch? Du bist ein lieber Silberfisch. Ja. So, wir werden eine Minecraft Hardcore-Welt erstellen. Für diejenigen, die es vielleicht jetzt nicht so wissen. Im normalen Minecraft ist es ja so, wenn man stirbt, spawnt man entweder am Spawnpunkt oder wenn man vorhin ein Bett geschlafen hat. Beim Bett bei der Hardcore-Welt ist es so, wenn man stirbt, ist wirklich komplett alles weg. Die nennen wir mal, wie nennen wir die denn mal? Ich glaube, die nennen wir einfach jetzt Hardcore. Hardcore. Letzte Player. So, einmal hier auf Hardcore. Ihr könnt das ja sehen, mit endgültigem Tod. Das heißt, wenn wir sterben, ist wirklich alles weg. Nicht nur die Figur und das, was man gesammelt hat, sondern wirklich die komplette Welt wird dann vom Spiel her selber gelöscht. Dann würde ich mal sagen, ab dafür. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wo wir spawnen werden. Okay, das sieht schon mal nicht so schlecht aus, außer dass wir sofort hängen hier. Gut, das Texture Pack ist Herr Sommer. Das werden wir dann mal hier für die Hardcore-Welt nehmen, für das Hardcore-Let's Play. Jetzt fangen wir erstmal sofort an, hier schnell Holz abzubauen. Das ist erstmal ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ich bin wirklich gespannt, wie weit wir kommen werden. Also das, dürfte nicht unbedingt einfach werden. Vor allem muss ich mich daran gewöhnen, wirklich, wirklich aufzupassen. Und nicht irgendwie, och, da springe ich mal eben runter. Ist ja scheißegal, wenn man ein oder zwei Herzchen verliert. Nein, das dürfen wir hier nicht machen. Oh, ein Schweinchen. Das ist gut, wir machen uns mal eben schnell hier. Ey, lass mein Schwein in Ruhe. Du Scheißdreckswolf, du. Lass mein Schwein in Ruhe. Gut, greift er nicht an. Okay. So, wir machen uns mal eben schnell ein Holzschwert. Dann haben wir das schon mal. Da haben wir schon einmal wohl, das ist schon mal nicht schlecht. Und wir machen uns mal eben schnell eine Spitzhacke. So, das nehmen wir natürlich wieder mit. Das Schwein kommt uns sehr gelegen. Dann können wir nämlich schon mal die Sau hier niedermachen. So. Ein paar mehr Schafe wären natürlich auch nicht schlecht. Zwei Wolle noch, dann hätten wir schon mal ein Bett. Oh, da liegt noch eins rum. Da haben die Wölfe uns schon die Arbeit abgenommen. Sehr schön, damit haben wir auch unsere drei Wolle für ein Bett. Wunderbar. Ein bisschen was zu futtern haben wir auch. Jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir einen schönen Platz zum Bleiben finden. Also hier jetzt so, gefällt mir noch nicht so richtig. Wollen wir mal gucken. Wir benutzen übrigens, oh, da haben wir ein bisschen Stein. Da haben wir ein bisschen, nee, da will ich aber noch nicht rein. Wir benutzen übrigens, die ein oder andere Mod, die uns allerdings keinen wirklichen spielerischen Vorteil bringt. Huch. Sondern, ihr seht es ja, wenn ich zuschlage, wenn ich treffe, dann kommen da so Schadenszahlen hochgeploppt. Zap. Ja, das ist der Damage Indicator. Den habe ich allerdings so eingestellt, dass wirklich nur die Schadenszahlen aufploppen und nicht irgendein Mod-Pop, ein Mob-Porträt angezeigt wird. Da haben wir Stein, da kommen wir gut dran. Das nehmen wir erstmal direkt mit hier. Hopp. Und ich glaube, ich habe schon gerade aus den Augenwinkeln gesehen. Ach, da sieht schön aus. Da gehen wir gleich hin. Da werden wir uns, glaube ich, häuslich niederlassen. Den Damage Indicator. Allerdings habe ich das Mob-Porträt ausgestellt, denn sonst würden wir von den Mobs die Leben angezeigt bekommen. Und das wäre dann doch schon, glaube ich, ja, schon in gewisser Weise ein spielerischer Vorteil, den wir jetzt hier nicht haben wollen. Das habe ich vor allem deswegen gemacht, weil im PvP ist mir ganz lieb, wenn ich dann sehe, okay, ich mache auch Schaden, ich treffe auch. Aber ich möchte halt nicht dann sehen, der Gegner hat zum Beispiel nur noch so wenig Life, haha, den greife ich jetzt an. Oder da ist ein anderer, der ist noch voll fit, nee, da mache ich lieber einen Bogen drum. Das wäre dann doch ein zu großer spielerischer Vorteil. Was benutzen wir noch? Ich habe hier, da sieht man vielleicht, Moment, hier links unten. Hier müsst ihr jetzt mal hingucken, ja? Also jetzt, wenn ich jetzt Pause wegmache, müsst ihr da hingucken. Und da habt ihr dann, da sieht man dann, was ich so ausgerüstet habe. Das ist so eine Armor hat. Das heißt, da wird mir die Benutzung der Gegenstände angezeigt. Dass ich die Spitzhacke noch 50 Mal benutzen kann, das Schwert noch 48 Mal. Finde ich günstiger als so einen kleinen Balken. Gibt uns allerdings auch keinen wirklichen spielerischen Vorteil. Also denke ich mir mal, die Mods kann man ruhig verwenden. Sans Minimap habe ich
deaktiviert. Doch, hier bleiben wir. Hier hier bleiben wir. Das ist super. Da haben wir ein paar Hühnchen, das ist schon nicht schlecht. Hier könnten wir uns dann nur das erste Getreidefeld ranmachen. Doch, das gefällt mir sehr gut. Dich nehmen wir mal eben runter und packen dich mal sofort... Ach, Mann. Und packen dich sofort mal daneben. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da haben wir ein paar Blümchen. Okay. So. Mal schnell noch hier ein bisschen Holz runtersemmeln. Ach, warum habe ich mir eigentlich noch keine Axt gemacht? Ich Idiot. Na egal. Und dann schauen wir gleich mal, dass wir uns schon mal so die erste Höhle bauen. Also mit dem Hause wird es wohl noch dauern, bis wir eins bauen. Ich denke mal, wir werden erstmal irgendwo in einem Berg übernachten. Die erste Zeit lang. Vielleicht da oben drin. Dass wir eine gute Übersicht haben. Moment, wir gehen mal eben gerade gucken. Hopp, geh hoch hier. Geh hoch hier. Ich bin überlegen, ob wir den Shader aktivieren sollen oder ob wir ohne Shader spielen. Ich weiß es selber noch nicht hundertprozentig. Moment, wir gehen mal eben hier oben gucken. Doch, ich glaube... Oder hier, ach, hier so ein kleines Haus drauf. Doch, ich glaube, wir bauen erstmal Holz ab und gucken, dass wir dann hier so ein ganz kleines Häuschen drauf bauen. Nur so ein kleines. Nur erstmal so was Kleines, Einfaches. Hä? Hä? Nein, wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich würde sagen, wir machen das so. Wir werden das hier dann sowieso zum Mähen nehmen. Das heißt, wir werden uns hier reinbuddeln. Das machen wir mal eh. Oh Gott, dauert das lange. Nein, Moment, das machen wir anders. Wir werden uns dort reinbuddeln. Zack, zack, zack. Zack, so. Einmal so. Einmal so. Das nehmen wir weg, das nehmen wir weg. Das packen wir mal hier hin, weil da kommt später die Axt hin. Lalalala. So, wir werden uns erstmal dort hineinbuddeln. Wir werden uns dann einen kleinen Vorraum schaffen, in dem wir dann erstmal eine Zeit lang verbringen werden. Und dann schauen wir, würde ich sagen, dass wir da oben, wo jetzt der Baum ist, dann machen wir uns ein kleines Häuschen hin, eine kleine Hütte erstmal. Reicht ja für einen Anfang. So, okay. Erstmal so weit rein hier. Dann hacken wir uns erstmal hier ein bisschen rein. Es muss ja noch nicht viel sein. Es reicht ja erstmal, wir kriegen das Wichtigste rein. Sprich, ein Bett, ein Ofen, eine Werkbank und vielleicht eine Truhe. Viel mehr brauchen wir ja erstmal nicht. Und dann schauen wir, dass wir uns nach und nach unten buddeln. Ja, komm. So, das soll dann auch reichen. Denke ich mir mal von der Tiefe her. Das müsste genügend sein. Und dann machen wir uns mal schnell noch eine Axt. Und dann mal gucken, ob wir nicht irgendwie das ein oder andere finden. Wo steht denn eigentlich die Sonne? Okay, hoch, hoch am Himmel. Das ist gut. Dann haben wir noch früh, dann ist noch Zeit. So, dann nehmen wir... Das hier machen wir auch schon mal fertig soweit. Ups. Dann machen wir hier erstmal ein paar Stöckerchen raus. Was habe ich gesagt? Eine Axt, genau. Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Damit wir schnellstmöglich so ein bisschen Holz sammeln können. Das Bett werden wir uns auch schon mal craften. Das wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Ach, da sind ja die Fichtenholzbretter. Nein, so natürlich. So. Ach Mann, hier. Ach, ein Blümchen haben wir auch schon gefunden. Wie schön, wie süß. So, gucken wir mal. Kohle wäre nicht schlecht. Kohle wäre nicht schlecht, damit wir uns was zu essen machen könnten. Und wir müssen gucken, dass wir möglichst früh Weizen sammeln. Ja, heute habe ich nicht so mit dem Sprechen, ich merke es schon. Dass wir frühestmöglichst Weizensamen sammeln. Göttchen. Damit unsere Versorgung gesichert ist. Das wäre sonst nicht so schön, wenn wir hier eines unschönen Hungertodes sterben würden. Jetzt nehmen wir erstmal hier die Bäume in unserer näheren Umgebung weg und dann wollen wir mal schauen, dass wir die Höhle so ein bisschen erweitern. Ah doch, das hier gefällt mir sehr gut. Doch, ich würde sagen, da, ups ja, da bauen wir dann unser Häuschen hoch später. Doch, hier bauen wir dann später so ein kleines Häuschen drauf. Das soll dann erstmal für den Anfang reichen und dann kann man ja mal schauen, dass man sich nach und nach ein wenig ausbreitet. So, das hauen wir auch mal eben weg hier. Okay. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen Weizen bekommen. Ich glaube, ich mache aber gleich den Shader an. Mit Shader sieht das einfach viel geiler aus. Ey. Das ist ja wirklich... Oh, oh, Kohle, 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 Kohle. Die holen wir uns natürlich auch sofort mal ran hier. Aber erst noch mal so ein bisschen Weizen. Nur so ein bisschen, nur wenigstens so ein bisschen, wenigstens so ein bisschen hier. Ja, komm, 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 komm. Ab. Wie viel haben wir denn jetzt? 11. Noch viel zu wenig, viel zu wenig, viel zu wenig. Wir brauchen noch viel mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr. Dass wir sofort schön fett was drumherum machen können da. Ah, und da noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und dort noch ein bisschen und zip, 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 zip. Ach, schön. Oh, da haben wir sogar ein paar Kühe. Das ist super. Und dann dürfte es auch ein bisschen Milch geben. Dürfte auch nicht das Problem sein. Dann könnte man uns vielleicht den einen oder anderen Kuchen machen. Mal schauen. Wir müssen sowieso gucken, dass wir ein paar Tiere übrig lassen. Damit wir uns auf jeden Fall die ein oder andere Tierzucht dahinsetzen können. Ich denke mal, die können wir auf jeden Fall dann gebrauchen.
Na komm, da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. So, dann gleich mal ran an die Kohle gehen. Wie viel haben wir denn jetzt? 24? Ja, ich denke mal, das sollte wohl erstmal so genügen, ne? So, okay. Dann wollen wir mal gucken, wo war die Kohle? Hier war die Kohle. So, Moment, dann machen wir uns mal eben hier ein bisschen noch was runter. So. Oh, 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 nix gut, 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 nix gut. Nein. Da war da ein Skelett. Ich glaub's ja wohl mal nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Sand. Sand können wir uns auch schon mal ein bisschen runterholen hier. Ein bisschen runterholen, ne? Das klingt irgendwie ein bisschen falsch. Ein bisschen wegholen hier. Denn ich möchte gerne ganz viel Glas haben. Ich bin so ein Glasfan. Ich habe das gerne, wenn in meinen Behausungen viel Glasfronten drin sind, dass ich viel nach draußen gucken kann. Das finde ich immer ganz schön. So. Ah, das ist natürlich doof, dass wir jetzt keine Kohle haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Ah, dieses verdammte Skelett jetzt da drin. Das ist nicht so günstig. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie viel Erde haben wir denn? Mal gucken, ob wir damit das ein oder andere ein bisschen zumachen können hier. Und zwar einmal hier. So, damit von dort nichts Unliebsames kommen kann. Und das gleiche hier auch nochmal schnell. So, dann dürfte der wenigstens schon mal nicht mehr da hochkommen. Das ist schon mal sehr gut. Aber er kann uns immer noch treffen. Ach, verdammt, das ist nicht so gut. Okay, wir versuchen es mal. Okay. Klappt bis jetzt ganz gut. Ich glaube, jetzt wurde er noch von einem anderen Skelett beschossen, oder was? So, damit haben wir den weg. Damit kommen wir jetzt erstmal schön an die Kohle dran hier. Das war schon mal wichtig. Dass wir schon mal ein bisschen Kohle haben, dann können wir schon mal unser Schweinefleisch braten. Das war jetzt das, worauf es mir ankam. Und dass wir jetzt da Sorgen wegen diesem Skelett haben müssten. Wunderbar, sehr schön. So, schnell, schnell, schnell. Ich glaube, es wird nämlich langsam dunkel. Dass wir wegen schon mal so die erste Kohle haben. Kann das sein, dass echt schon langsam dunkel... Jo, es wird langsam dunkel. Oh, 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 oh. Okay, da muss das jetzt erstmal reichen hier an Kohle. Hilft alle nichts. Wir müssen nämlich erstmal gucken... Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nicht, dass die hier schon nach 15 Minuten so zu Ende ist, die Folge. Ach, jetzt können wir noch nicht mal rennen, weil wir so viel Hunger haben. Scheißen Drecken. Okay, 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 okay. Hier machen wir mal eben schnell ein bisschen zu. So. Okay, dann machen wir uns mal eben schnell schon mal wenigstens 4 Fackeln. Dann haben wir das auch schon mal soweit, dass wir hier so ein bisschen was sehen. Machen wir mal eben hier hin. Das müsste erstmal reichen. Jawohl. So, ein Ofen. Ach, dann haben wir auf jeden Fall schon mal so eine gewisse Grundversorgung. Das ist ja an für sich schon mal nicht schlecht. Und dann mal eben schnell hier das Schweinefleisch da rein. Oh, wir brauchen ganz dringend was zu essen. Wir haben nur noch 2 Hungerkeulen. Das ist nicht unbedingt besonders gut, aber verhungern werden wir wohl nicht. Da ist gleich das erste Fleisch fertig. Jawohl. Sehr schön. Das hauen wir uns mal eben rein hier. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, dann... Oh, Spinnen. Spinnen ist nicht gut. Die können mich hier durchkrabbeln, wenn ich mich nicht irre. Moment. So. Da kommen die nicht durch, oder? Kommen die da durch? Ich weiß gar nicht. Wenn das so kleine Spinnen sind, dann kommen die da, glaube ich, durch, ne? Na, das müssen wir jetzt erstmal riskieren. So, dann bauen wir uns mal hier so ein bisschen zur Seite noch aus. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir uns so ein bisschen nach unten graben. So, das soll wohl reichen, denke ich mir mal. Von der Größe her? Ja doch, das müsste reichen von der Größe her. Doch, ich denke mal. Damit sollten wir erstmal hinkommen. Wie gesagt, das soll ja nur übergangsweise sein. Wir bauen uns dann, wenn wir genug Holz haben, oben auf dem Berg ein kleines Hütchen hin. Hier unten machen wir dann unseren Minenbereich. Den werden wir hier erstmal anlegen. Ja, das sollte wohl erstmal genügen hier. So, dann hauen wir mal eben hier das Bett, das hauen wir mal eben hier an die Seite. Legen uns mal eben schlafen, wunderbar. Ah, dann ist der erste Tag doch schon mal überlebt. Ja, herrlich. Klasse. Hauen wir uns nochmal ein Schnitzelchen rein hier. Mmm, yum, 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 yum. Fein. Wo mir das doch noch ein bisschen eng vorkommt. Wir machen mal noch einen hier nach hinten. Eine Ebene gehen wir eben noch nach hinten hier. Und dann schauen wir mal, dass wir uns so langsam nach und nach runterbuddeln. So. Oh, da backt irgendwas durch. Naja. Soll es jetzt egal sein, soll es nicht weiter stören. Ja, ich denke mal, das sollte für den Anfang vollkommen ausreichen. Ach Quatsch, hier. Wir machen uns auch mal eben sicherheitshalber schon mal eine Truhe. Wo wir dann das ein oder andere schon mal drin ablegen können. So, dich hätte ich auch gerne dann daneben. Moment. Na komm. So. Und dich.
packen wir dann erstmal hier auf die gegenüberliegende Seite. Dann packen wir da auch noch eine Truhe hin. Komm, wir haben es doch hier an Holz. Was soll das denn? Was soll denn der Geiz? So. Dann packen wir da auch noch eine Truhe hin. Dann kommt da jetzt zum Beispiel erstmal die Kohle rein. Der Sand. Lalalalalala. Oh, ein Eichensetzling haben wir nur. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle viel. Das packen wir erstmal da rein. Das auch. Das auch. Die können wir dann später als Kohle verwenden. So. Das packen wir da rein. Ach, da fällt mir gerade ein. Wir brauchen ja gleich noch Dingsens. Hier, ne? Hier, sowas hier. Genau. Oh, ach ja, stimmt ja. Na komm, dann hauen wir nicht mal eben weg. So. Hat ja quasi darum gebettelt. Okay, jetzt wollen wir mal aufpassen, dass hier nach Möglichkeit keine Creeper oder sonstiges rumgammeln. Die Spinne, die schaffen wir, die schaffen wir. Die kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Jawohl. Oh, Faden. Faden ist super. Da können wir uns vielleicht später, wenn wir noch ein bisschen was dazu kriegen, eine Angel bauen. Eine Angel wäre nicht schlecht. Ein paar Fische fangen. Das wäre schon mal super. Hier haben wir noch ein bisschen helles Holz. Das nehmen wir uns auch noch mit hier, das Birkenholz. Ich habe das immer ganz gerne bei meinen Hütten, wenn ich das Holz so ein bisschen variieren kann. Also dunkleres und helleres machen kann. Als das alles nur so aus einer Holzart ist. Das sieht dann doch immer ein bisschen langweilig aus, finde ich. Oh, da haben wir aber ein schönes Panorama hier. Oh, schön. Ja doch, wenn wir dann eine schöne Glasfront von da oben nach dahin machen, haben wir auf jeden Fall ein wunderbares Panorama. Na, schauen wir mal, wie wir das so machen, wie wir das so hinkriegen, ob wir überhaupt so lange überleben. So, ihr löst euch noch auf, okay. Jetzt hauen wir erstmal hier die ganzen Bäume weg, denn wir werden viel Holz brauchen, denke ich mal. Ach, da haben wir auch so ein schönes Panorama. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Auch so, oh, schön anzusehen. Doch, doch, doch. Also an Holz sollte es uns erstmal nicht mangeln. Das haben wir genügend in einigermaßen unmittelbarer Umgebung. Ist nicht zu weit weg. Das geht alles noch. Hauen wir erstmal die Bäume hier weg. Dann haben wir auch wieder eine bessere Übersicht hier. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Und dann mal schauen, wie wir das bauen. Wir können das ja auch so machen. Da vielleicht so eine Hütte. Dann vielleicht hier sowas wie eine Brücke runter. So eine Treppe. Und hier dann vielleicht irgendwie auch nochmal was. Dass das dann hier so ein Übergang... Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich plane jetzt hier schon und... weiß ja noch gar nicht, ob wir so lange überleben. Okay, den Baum noch weg. So, gleich 18 Minuten. Ich würde sagen, für den ersten Part reicht das schon fast, nicht wahr? Ah. Ich höre einen Zombie. Wapp. Wo auch immer du bist, verpiss dich bloß und lass uns in Ruhe. Den Sand nehmen wir hier raus, das gefällt mir so nicht. Dafür packen wir da ein bisschen Erde rein. So. Damit das Wasser wieder hier einen vernünftigen Lauf hat. Okay, dann machen wir hier noch zu. Das hier auch. Ich würde sagen, hier ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir hier auch ein bisschen zumachen. Ach, dafür haben wir, glaube ich, gar nicht genug Erde alles, oder? Wie viel haben wir denn noch? 23? Ah, doch, okay. Das sollte wohl noch reichen. Ach, verdammt. Gut, der Kies muss auch hier weg. Das sieht scheiße aus. Das sieht auch scheiße aus. Das gefällt mir alles gar nicht. So, das da rein. Hier dann auch nochmal Erde rein. Wunderbar. Den Kies hier rausnehmen. Das gefällt mir nämlich auch wieder nicht. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das hier machen wir auch noch ein bisschen zu. Ups. Ah. Okay, okay. Was haben wir da noch? Einmal Sand anscheinend. Gut, dann würde ich mal sagen, dann bauen wir jetzt mal hier unsere ersten dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, dann haben wir noch 5 übrig. Dann machen wir erstmal diese hier alle. Hopp, hopp, hopp. Ja, ich glaube, für die nächste Aufnahme werde ich dann den Shader aktivieren. Dann sieht das einfach alles viel geiler aus. Das ist einfach wirklich so. Das ist, nee, das ist ja wirklich 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das ist ja super. Das passt ja richtig gut hier. Nein, für die nächste Aufnahme werde ich dann den Shader aktivieren. So, dann kann das da schon mal ein bisschen vor sich hin wachsen. Hier die Löcher, die hätte ich ganz gern gestopft. Einfach nur, wenn uns da Weizen reinfällt, dass wir da nicht, wer weiß, wie... tauchen müssen, um da dran zu kommen. Oh, dann brauche ich auch auf jeden Fall noch Erde. Gut, dann brauchen wir noch Erde. Das machen wir eben schnell noch. Los, kommt hier. Schnell noch ein bisschen Erde abfarmen. Das kriegen wir schnell noch hin in den Part. Komm, 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 komm. Dann kriegt er ein bisschen Überlänge, aber das ist nicht so tragisch, glaube ich. Na komm, 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 schnell. Hier, das muss jetzt alles auf. Oh, Höhle. Cool. Okay, dann haben wir da also das nächste, wo wir reingucken könnten. Gut. Denn wir werden ja auch nach und nach auf jeden Fall. Ach nee, keine richtige Höhle mehr, so ein Durchgang. Na, ist egal, wir werden dann mal schauen. Denn wir werden ja auch nach und nach auf jeden Fall Eisen benötigen. Das hilft ja alle nichts. Da kommen wir ja nicht drum rum.
Das hier rein, das da rein, das da rein. Zack, zack, zack. Ach, verdammt. 1, 2, 3, 4 Stück noch. 4 Stück noch. Komm, das, ja, das machen wir jetzt noch schnell in dem Part hier. Los. 1, 2, 3, 4. So. Sollte wohl dann reichen. Ja, so sieht mir das schon mal ganz gut aus. So gefällt mir das schon ganz gut. Okay. Dann würde ich sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Schreibt es mir auch in die Kommentare. Wenn ihr mich so richtig scheiße fandet, dann erzählt all euren Freunden davon, wie scheiße ich bin. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Bis dahin.